Damit ein Willkommen hier aus dem unfassbar verregneten Mexico City. Ich bin dennoch sehr erfreut. Es geht weiter in unserer F1 23, meine Teamkarriere mit Audi. Es ist und bleibt eines der härtesten Rennen, das ich jemals in meiner Teamkarriere fahren musste. Dennoch ist auch heute wieder das Ziel maximale Punkte und am Ende des Jahres den Titel. Denn wir haben heute Matchball. Abonniert gern kostenlos den Channel. 4,3 Kilometer, doch die DRS-Zonen brauchen wir nicht, denn die werden wir im starken Regenrennen heute nicht bekommen. Das kann ich leider schon mal spoilern. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne Däumchen rum da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Aber das bedeutet nicht, dass das Rennen heute nicht sehr krass werden wird. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal verraten. Jetzt geht's auch mal los Richtung Turn 1 und da heult der Motor richtig auf. 353. Wir waren schon schneller, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber ich glaube, da geht es auch noch schneller. Aus der ersten Kurve raus gehen wir hier jetzt Richtung Ende erster Sektor. Jetzt mal gucken, die Zwischenzeit ist mal grün für uns. 27,7 und es geht in den Mittelsektor, der es tatsächlich in sich hat. Wir haben hier extrem viele Kurven. Und vor allem auch brauchst du hier einen gewissen Flow wie in Ungarn. Jetzt hier durch die letzten Passagen durch Full Speed. Einmal kurz vom Gas, wieder Gas durchdrücken. Wieder einmal kurz lupfen. Links nicht zu weit drüber kommen. Oh, rechts war mir ganz knapp. Und da ist auch schon der zweite Sektor vorbei. Da blinkt es auch mal kurz Purple auf Bestzeit. Es geht ins Stadion. Das ehemalige, ja, aufgeschnittene Stadion. Hier ist schon ziemlich cool, oder? Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man da nur zwei Kurven hat und dann ist eigentlich schon wieder die Show für alle vorbei. Und dann geht es Richtung Startziellinie. Wo wird die Uhr stehen bleiben? Für welche Position wird es reichen? Vorerst mal die schnellste Rennrunde. Wir gehen aber in den zweiten Run. Doch guckt oben auf die Zeit. Jetzt ist sie abgelaufen. Und genau beim Drüberfahren war es dann für mich leider vorbei. Es ist so knapp gewesen, aber es wäre einfach nicht schneller gegangen. Gucken wir uns die Startaufstellung an. Wir sind jetzt hier in der Startaufstellung und lights out und let's go. Das letzte Mal Mexiko, die Lacken stehen überall. Und was soll ich sagen, der Start war sehr, 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 sehr gut. Aber die McLaren, die sind mir sehr nah auf den Fersen. Gerade Pierre Gasly, der ist verdammt schnell. Guckt euch das mal an, im Windschatten saugt sich der beinahe an uns vorbei. Da kommt der erste Verbremser, Traktionskontrollmittel, Selbstschalten, Selbstbremsen und es ist die Hölle, Leute. Dieses Rennen wird katastrophal schwierig werden. 25 Runden im Starkregen von Mexiko. Ich habe so Schiss davon und wusste auch nicht, dass es das tatsächlich kann. Auf über 2000 Meter Höhe hier in Mexico City. Ein Starkregen, ist klar, dass es hier regnen kann, aber dass es dann wirklich so einen, ja, quasi Monsunregen runterhaut, das war mir nicht ganz so bewusst. Es ist ganz, ganz schwierig, gerade aus den Kurven raus. Du musst richtig mit dem Gas spielen. Und es ist halt wirklich, ja, eine richtige Challenge. Auch die Curbs, du darfst nur gewisse Curbs berühren, brauchst aber natürlich für diesen, ja, kurvigen Sektor auch die Curbs, denn sonst wäre es unmöglich, hier schnell durchzukommen. Es war auch eher mittelmäßig schnell, wenn ich mir angucke, wie nah Gasly an unserem Heck dran ist. Ja, hier wieder viel zu spät auf der Bremse. Eigentlich bin ich nicht zu spät auf der Bremse, doch ich bremse halt quasi falsch. Gerade so jetzt zu Beginn des Rennens bin ich halt noch dieses Trockenbremsen mit Fullspeed-Bremsen. Hier musst du wirklich die Bremse richtig, du darfst die Bremse nicht direkt komplett durchdrücken. Und das war, ist sicher 4-5 Runden jetzt mein Fehler, denn ich muss jetzt mich wieder umgewöhnen. Und dann kann ich vermutlich auch das Bessere. Es ist halt wirklich eine ganz schwierige Situation. Aber jetzt gucken wir uns mal hier die Start-Replay an.
Mein Start war gut, aber ich muss sagen, jener von dem McLaren war auch sehr gut. Beide McLaren sind unheimlich toll weggekommen. Gerade Pierre Gasly, der hat es hier ordentlich gemacht. Der jagt uns hier quasi zu Turn 1 hin, konnte aber gerade noch so hier mit einem späten Bremsen mich an ihm vorbeiarbeiten. Schaut doch aus, als ob da wenig Luft drin wäre. Und ja, Turn 1, 2, 3, gerade diese erste Kurvenkombi, die war halt wirklich sehr, sehr schwierig zu fahren. Und toll, Leute, ich habe das Ruckeln gesehen. Das Game ist in der fertigen Version kaum zu glauben, aber war. Auch hier im Mittelsektor, der ist halt wirklich unheimlich schwierig in Starkregen zu fahren. Ich konnte mich schon drei Runden hier durchquälen, doch das Bild ist genau dasselbe. Wir sind circa eine Sekunde jetzt vor Pierre Gasly, dem einen oder anderen Sektor sind wir besser dran. Im anderen ist er wieder besser dran, das sind halt diese Wet-Bedingungen. Da kannst du kaum was hervorsehen, da kann wirklich in der nächsten Runde der Rennabbruch sein oder gefühlt kannst du dann schon auf die Hinters gehen. Es kann vieles passieren und da bin ich mir auch sicher, dass es noch passieren wird. Ja, es tun sich auch schon langsam kleinere Lücken auf, während wir hier die fünfte Runde jetzt überfahren. Und ja, Gasly und ich haben es uns richtig absetzen können. Wir sind fast zwei Sekunden vor Dennis Hauger und der wiederum ist auch eigentlich mit Sainz in dem kleinen Fenster da drin. Es haben sich überall Lücken gebildet. Es ist halt wirklich ein ganz, ganz komisches Wetter. Du musst wirklich so aufpassen. Es ist anstrengend, unheimlich und vor allem auch jeder Fehler könnte dein letzter sein, gerade bei solchen Bedingungen. Wir haben auch noch den Schaden auf Simulation. Ich habe mich hier sehr, sehr schlecht hier, dass ich mich da verbremse. Da verlierst du wirklich locker gleich mal 3-4 Zehntel und so ist es auch bei uns hier. Wir sind von 1,1 Sekunden jetzt hier auf die 7 Zehntel runtergefallen. Das Gute für mich ist halt wirklich, ich muss eigentlich nur aus der letzten Kurve ein bisschen respektabel rauskommen, dass ich dann nicht von Gasly angegriffen werde. Da geht's jetzt doch komischerweise. Oh mein Gott, Leute, die Track Limits sind Gott sei Dank im Regen jetzt nicht so verschwitzt wie im Trockenen. Siebte Runde, Pierre Gasly, der ist ein Wahnsinn. Ich glaube, der ist wirklich ein Regenfahrer, hat er auch schon das ein oder andere Mal bewiesen. Dennoch ist Gasly wirklich sau stark. Der rückt uns hier nicht von der Pelle und da hinten wird's gelb. Da hat es anscheinend einen Red Bull weggespinnt, denn er kann weiterfahren. Halleluja, Leute, Halleluja. Habt ihr diesen Save gesehen? Das war verdammt knapp. Das war wirklich, wirklich knapp. Dieser, ja, quasi schon, ich habe mich schon in der Mauer bicken sehen. Jetzt mal aus der letzten Kurve raus. Gasly ist verdächtig nah dran. 3 Zehntel sind es nur noch. Ich habe mir das eher so aufgespart. Bringt im Regen zwar kaum was, aber aus Startziel bringt das dann doch schon ja, ein bisschen was. Also gerade da kann es der Unterschied sein. Wir sind zwar haben zwar bis auf 2 Zehntel den kompletten Vorsprung verloren. Bin aber dennoch froh, dass ich wenigstens noch vorne bin. Denn das hätte ganz anders aussehen können. Da hinten tut sich auch einiges. Es ist wirklich eine riesen Kampfgruppe bis zum 9., 10. Platz. Also alle in einer langen Wurst. 10. Runde, Leute. Es ist und bleibt eines der härtesten Rennen, das ich jemals in meiner Team-Karriere fahren musste. Es ist so ein schwieriges Rennen. Diese Bedingungen sind einfach katastrophal. Es ist tatsächlich, wenn die richtige Formel 1 hier wäre, die würden das Rennen abbrechen. Ich bin mir nahezu sicher, dass dieses Rennen abgebrochen werden würde. Und da will ich jetzt echt nicht übertreiben, denn dieses Rennen ist wirklich hardcore. Das ist sehr schlimm zu fahren. Es ist kaum Grip hier. Die Reifen lassen nach. Du darfst aber auch nicht irgendwie in die Box fahren. Da wird halt wieder die nächste Frage sein. Schaffe ich 25 Runden mit dem Full-Wet-Reifen? Sollte, denke ich mal, möglich sein. In der Theorie ist es auch in der Praxis möglich. Mit dem ein oder anderen Beschleunigungs aus den Kurven hier raus. Es ist halt wirklich eine ganz, ganz komische Situation. Und jetzt ist Pierre Gasly wieder da. Alexander Albon ist aus dem Rennen ausgeschieden und es gibt Red Flag. Gibt es jetzt die Red Flag wegen dem Ausfall oder doch, weil die Bedingungen einfach so unmenschlich geworden sind? Da bin ich sehr interessiert dran, warum es überhaupt das Ganze gab. Auf eines schweren Unfalls, okay? Das finde ich interessant, dass es wegen dem Unfall ist und nicht wegen dem Wetter. Und guckt euch mal die Wettervorhersage an. Wir sind in der 18. Runde.
und werden in der 20. neu starten. Sprich, also haben wir noch 6 Runden Zeit und ich muss natürlich mit einem frischen Satz Full Wets rausgehen. Also, der zweite Start in diesen heutigen Rennen und ich hoffe, dass es besser werden wird. Lights out und let's go! Wir haben die schnellste Rennrunde mal, aber jetzt heißt es natürlich, die Karten werden ganz neu gemischt. Das komplette Feld hat wieder, ja, wir sind wieder alle auf Null zurückgestellt worden, doch mein Start war diesmal einfach viel besser. Ich bin da jetzt fast 4 Zehntel weg und nur nicht in Turn 1 zu spät bremsen. Diesmal echt ein bisschen früher gebremst. Die Reifen sind noch ja, etwas kälter und da tue ich mir echt schwer aus den Kurven raus. Dennoch muss ich echt sagen, sind die 0% Reifen. Hat sich am Anfang jetzt nicht so angefühlt, also das muss ich echt zugeben. Und ich wäre persönlich auch nicht mehr in die Box gefahren. Also wenn ich da schon mal in der 18. Runde bin, da hinten ist es wieder gelb und ich fahre hier einen Scheißtrick gerade zusammen. Halleluja! Was war das? Verbremst, dann beim Einlenken in die Kurve ist das Heck gekommen und dann noch schlussendlich der Fast-Wegdreher in die andere Richtung, der Gegenpendler. Also das darf nicht mehr passieren. Nick de Vries ist draußen, wusste gar nicht, dass der überhaupt noch in Safety Car. Natürlich. Gab es nicht gerade das Red Flag? Es ist wirklich ein Wahnsinn. Man darf nicht vergessen, ich fahre Schwierigkeit 95 und die KI stellt sich an, als wären sie kleine Kinder, gerade da hinten. Da spinnt es einen weg, dann gibt es einen Ausfall, dann Red Flag, dann nochmal einen Ausfall. Ja, die KI kann natürlich nichts für, aber ja, es ist halt ärgerlich. Nochmal eine oder zwei Runden hinterm Safety Car, dann müssen wir jetzt echt mal abwarten. Hier mal ein paar Replays aus der 2. Runde zum Beispiel. Da konnte ich mich noch absetzen, das war auch eher so, da habe ich noch gedacht, dass das Rennen cool werden wird und dass das bestimmt nur eine Momentaufnahme ist. In der Runde 9 wusste ich dann, nope, das ist es nicht. Das ist es nicht, Leute, das wusste ich dann ab diesem Moment eigentlich hier schon. Aus der letzten Kurve raus, hier auch keinen Körper mehr berührt, du wirst halt wirklich mit jeder Runde klüger, was die Linie betrifft, vermutlich, oder auch natürlich auch, was die Curbs betrifft, welche du berühren darfst und auch teilweise, wie viel schnell und stark du das Gas durchdrückst. Der Restart hier, also nach der Red Flag in der 20. Runde und da gucken wir uns die Replays noch einmal an. Ich bin eigentlich viel schwächer gestartet, also aber die Endbeschleunigung, also ich habe das besser hinbekommen, also ich habe den Speed schneller und besser auf den Asphalt gebracht, aber der McLaren hatte einen klaren besseren Start, liegt aber vielleicht auch dran, dass er da vielleicht auch noch Wheelspin oder so hatte, also ja, da kann ich vor Glück sagen, dass ich hier mich durchkämpfen konnte. Ich muss euch echt sagen, dieser Regen und diese Gischt und so, es ist wirklich wunderschön anzusehen, es ist nicht schön zu fahren, aber ich gebe jetzt wieder das Tempo vor, Bernd kommt rein. Wir waren natürlich nicht eine, sondern gleich 2 volle Runden draußen. Und das bedeutet, wir haben noch eine Endrenndistanz von 3 Runden. 23, 24, 25. Ich gebe die Pace vor. Das bedeutet natürlich asozial langsam fahren bis zur Safety-Car-Linie. Da bin ich mal sehr gespannt, wie lange das gut gehen wird. Und hoffentlich werde ich nicht geghostet. Denn das wäre das Ende von dem heutigen Rennen. Ich darf nur nicht stehen bleiben. Und das mache ich in dem Fall auch nicht. Ich bin immer auf den 30 km/h. Es wird noch viel langsamer. Wir sind jetzt nur noch auf 20 km/h. Und jetzt den richtigen Moment erwischen. Jetzt noch. Nein, ich werde geghostet. Das ist nicht gut. Nein, jetzt bleibt er wieder stehen. Mann. Das, jetzt warte ich natürlich ab, denn das ist ein Bug vom Game. Und ja, komm wieder näher dran. Und wir waren auf 2 Zehntel dran. Beim Rausbeschleunigen habe ich das Rennen wieder eröffnet. Wir kommen sehr gut weg. Und das könnte jetzt tatsächlich die rennentscheidende Szene gewesen sein. Aber guckt euch mal an, wie Pierre Gasly da jetzt an uns rangeschossen kommt. Wie ein Kampfjet. Wo ist die Pace auf einmal hergekommen? Ist das alles der DRS-Effekt? Denn das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz glauben. Hinten gab es wieder zwischenzeitlich kurz gelb. Vielleicht trotzig wegen dennoch nicht. Gasly da komplett den Overtake durchzuziehen. Aus der ersten Schikane bin ich dann überraschend gut rausgekommen. Warum verliert er jetzt auf einmal so viel Zeit? Das ist eine gute Frage. 7 Zehntel. Ja, das sind halt die Kurven, die ich mit dem Regen absolut nicht kann. Man darf nicht vergessen, ich bin auch mit dem Trockensetup unterwegs. Ich wusste jetzt nicht genau, ob es wirklich
das komplette Rennen regnen wird. Dachte dann auch nicht mehr während dem Qualifying dran, das Setup ein bisschen für Regenänderungen umzuändern. Egal. Ich bin bis jetzt durchgekommen, würde ich mal sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, habe bis jetzt rasiert, denn das würde absolut gelogen sein. Ich bin hier tatsächlich jede Runde am Limit und muss da wirklich jede Runde aufpassen. Ja, da komme ich ein bisschen neben die Strecke. Das kostet aber mehr Zeit, als es mir gebracht hat. Ihr seht es auch oben links, über eine Zehntel direkt verloren. Im Stadion ist es ganz rutschig und du fährst halt auch ganz langsam um die Kurven. Man muss dann tatsächlich richtig, richtig aufpassen, dass da nichts passiert. Aus der letzten Kurve raus werde ich noch einmal... das ist die schnellste Rennrunde. Und das, obwohl wir den Restart hatten. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Sache. 1.30.9. Vielleicht gelingt es mir noch einmal, die Zeit runterzudrücken. Gasly scheint ab diesem Moment jetzt nicht mehr so stark zu sein. Also der hat es geschafft. Oder hat jetzt wirklich ordentlich an Boden verloren. Vielleicht gelingt es uns dann tatsächlich jetzt hier am Ende des Rennens aufzuzeigen und ein bisschen ein kleines Loch rauszufahren, 1,5 Sekunden. Es ist auch Purple im ersten Sektor, doch ich bin wieder zu spät auf der Bremse. Diesmal aber nicht zu verheerend, über den Körper leicht drüber rattern, nur nicht zu früh aufs Gas. Ihr seht es auch rechts, ich gehe nicht mal komplett aufs Gas. Das traue ich mich nicht, direkt das Gas komplett durchzudrücken. Es ist tatsächlich, es sind unmenschliche Bedingungen hier. Ich bin wirklich froh, wenn dieses Rennen vorbei ist, denn das könnte echt nicht schlimmer werden. Das ist so ein beschissenes Wetter hier. Jetzt aber mal zurück zum Geschehen hier. Reicht es auch für Purple im Mittelsektor? Tatsächlich, auch lila im Mittelsektor. Nur nicht hier vermasseln. Früh aufs Gas gehen, um hier das Maximum mit rauszunehmen. Das ist gut, das ist sehr gut. Ab ins Stadion rein. Da auch mit Vorsicht über die Curbs. Das Gas nur ganz leicht über die Hälfte drüber. Und es hat gereicht. Wir konnten uns verbessern. Wir sind in der letzten Runde hier noch einmal gut durchkommen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir hatten schon einmal so eine Situation hier. Aber das war tatsächlich, Halleluja, war das krass. Das hätte, wir rennen gerade die Gänsehaut, das wird echt schlimm ausgehen können, Leute. Das war ganz, 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 ganz schlimm. Wir gewinnen hier den großen Preis von Mexiko. Und keiner ist glücklicher drüber, dass es endlich vorbei ist. Zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Was für ein aufregender Abschluss eines unglaublichen Grand Prix-Wochenendes. Die drei Bestplatzierten freuen sich bestimmt wahnsinnig über ihre heutige Leistung da draußen. Die Regenseason kommt einfach nicht zum Ende. Es ist wirklich, wir hatten von diesen 14, 15, 19 Rennen, 18 Rennen, die wir bis jetzt hatten, bestimmt die Hälfte an Regenrennen. Es ist tatsächlich echt mühsam geworden. 1.30.2 bin ich fast eine Sekunde schneller gewesen als Pierre Gasly und das finde ich echt ist bemerkenswert, was da noch wirklich in der Strecke drinnen war. 165 Punkte sind wir in der Fahrerweltmeisterschaft vorne und in der Konstrukteurs-WM haben wir das nicht erreicht, das Ziel, denn da hätte auch ein Max Verstappen ein bisschen mehr leisten müssen, aber vor allem auch ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwierig zu sagen. Da muss auch vieles zusammenstimmen, dass zum Beispiel beide Rivalen, die in der Konstrukteurs-WM hinter uns sind, ausscheiden. Carlos Sainz oder George Russell, da entscheide ich mich für Carlos Sainz. Schaut unbedingt gerne auf Itzi-Tobi auf TikTok vorbei, auch gerne auf Instagram. Links mal alle unten in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und ich bin echt gespannt, was ihr zu meinem Resultat sagt. Abonniert gern kostenlos. Lasst gern ein Däumchen oben da und für heute soll es das mal gewesen sein. Schaut gerne morgen hier auf YouTube oder später noch auf TikTok vorbei. Immer wieder vieles rund um die Formel 1.
Bis dahin, danke fürs Zugucken. Wir sind Fahrer-Weltmeister, aber noch nicht Konstrukteurs-Weltmeister. Bis morgen oder später und ciao.